Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung hier auf SIG Enterprises. Und es geht um kanalstrukturelle Sachen, wenn man so will. Hier wird sich ein bisschen was ändern bei uns. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten auf ein Projekt vorbereitet, was jetzt dann starten wird. Und das Ganze heißt SIG Place. Gut, der Name ist, wir haben noch lange überlebt, wie wir es nennen. Haben uns letzten Endes dafür entschieden. Es ist, finde ich, okay vom Namen her. Wir hatten auch schlimmere Ideen, kann ich so viel schon mal sagen. Im Prinzip, wie der Name schon verrät, ist es ein, SIG Let's Play Kanal. Denn wir wollen unsere Let's Plays quasi ein bisschen outsourcen. Wow, wenn man so will. Denn hier auf diesem Kanal gibt es, denke ich, oder generell potenzielle Zuschauer auch, die vielleicht noch kommen werden, die vielleicht noch nicht auf diesem Kanal sind, die Let's Plays nicht zu interessieren. Zumindest glauben wir das, weil Let's Plays etwas sind, was unserer Meinung nach auf jeden Fall Spaß macht, zumindest auf jeden Fall auf der Seite des Produzierenden und auch generell Spaß macht, sich anzugucken, wenn man die Person, die es spielt, mag. Und definitiv gibt es Leute, die das interessiert. So. Aber es gibt auch viele, die es nicht interessiert. Und wir möchten unseren Abonnenten, unseren Zuschauern einfach die Entscheidung leichter machen, quasi. Halt sich selbst zu überlegen, was sie schauen möchten und was nicht von uns. Dementsprechend gibt es Let's Plays, und zwar auch wieder sehr viele, fürs Erste zumindest, in Zukunft auf SIG Place. Das beinhaltet halt normale Let's Plays, da sage ich auch gleich nochmal zu, was da jetzt im Prinzip ganz spezifisch kommen wird. Und dann natürlich auch noch so Sachen wie Live-Multiplayer-Gezocke. Zum Beispiel wird da demnächst auch nochmal ein bisschen Overwatch live von Avid und mir kommen oder von Quert und mir, wie auch immer. Und auch meine Streams, die dann da immer kommen, die werden und hoffentlich in Zukunft auch mal regelmäßiger laufen. Ich muss da am Sendeplan nochmal ein bisschen was machen. Die werden auch da nochmal hochgeladen. Das heißt, wenn ihr keine Zeit habt oder euch das einfach interessiert, aber ihr live quasi nicht dabei sein konntet, dann könnt ihr euch die dort auch in Zukunft nochmal anschauen. Also so viel zum Inhalt von SIG Place. Auf SIG geht es natürlich auch weiter. Wir wollen so einen Output von ungefähr 2 Videos pro Woche, plus minus, je nachdem, was gerade so los ist. In unserem Leben, wenn man so will, wie viel Zeit wir so haben oder auch was sonst in der ganzen Medien, Gaming, was auch immer Welt abgeht. Wenn E3 zum Beispiel ist, wie jetzt vor kurzem war, dann kommt vielleicht etwas mehr Content. Wenn halt mal weniger los ist und so weiter, dann kommt halt vielleicht mal weniger Content auf dem SIG-Kanal. Aber was für Content hier kommt, ja, natürlich so Videos mit Scripts und so, wie wir die gemacht haben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Video, was ich über Minecraft gemacht habe, das Video, was ich über die Halo 5 Story gemacht habe, das Video, was Quert natürlich über Overwatch gemacht hat und so ein Kram wollen wir hier weitermachen und themenbasierte Podcasts. Themen könnt ihr uns da auch immer noch gerne vorschlagen. Ich möchte auch nochmal auf unseren RSS-Feed und auf iTunes verweisen. Findet ihr immer alles in der Videobeschreibung. Auch einen Link zu unserem Blog, wo der Podcast auch immer nochmal quasi nur als Audioformat dann zur Verfügung steht. Falls jemand keinen Bock auf die Videoversion auf YouTube hat und sich das einfach nur unterwegs anhören möchte, ist die Möglichkeit theoretisch da, den Podcast auf iTunes oder so zu abonnieren. Und dann lädt er sich auch immer automatisch runter, wenn ein neuer kommt und so. Ist eigentlich ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten kommen wir jetzt nochmal zu den Projekten auf SIG selber, auf SIG Place. Da wird montags immer Inside kommen von mir. Ich spiele Inside, den neuen Titel von Playdead, von den Machern von Limbo. Ziemlich cooles Spiel. Das wird immer montags kommen. Beziehungsweise unter anderem auch montags. Haltet euch fest. Ja. Dienstags spielt der Eddie oder Ishma, wie auch immer ihr ihn gerne nennen möchtet, SPV3, die Halo-Mod für Halo Combat Evolved auf dem PC. Auch ziemlich cool. Super nice, macht das Spiel nochmal ganz anders. Mittwoch und Donnerstag wird es weitergehen mit der Halo-Reihe von mir. Ja, aktuell sind wir da natürlich auch bei Halo Combat Evolved in der Anniversary-Version und dann kommt irgendwann Halo 2, Halo 3, Odyssey kommt auch nochmal und dann noch Halo 4. Also, das wird nochmal ziemlich cool. Ich habe da sehr viel Bock drauf. Freitags gibt es dann Halo Wars. Und zwar im Koop mit Quert oder Avid und Eddie oder Ishma. Gemeinsam im Koop. Auch ziemlich cool. Und am Samstag kommt dann nochmal Inside. Nochmal von mir. Und Sonntag, ja, ist gegebenenfalls Pause. Oder da kommen so Sachen wie unsere Multiplayer-Sessions. Und die Streams werden da gegebenenfalls auch nochmal veröffentlicht. Also, wir haben einiges vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Vergesst nicht, heute ist Dienstag.
Und heute schaffe ich es wahrscheinlich auch mal wieder, 20.30 Uhr den Stream anzuwerfen. Ich freue mich auf euch. Ich habe mir ein Spiel ausgesucht, was letztens für gewisse Plattformen nochmal erschienen ist. Ja. Was wir vielleicht nochmal ein wenig spielen werden. Ich habe Bock drauf und es ist verdammt warm heute. War vorhin irgendwie 4 Stunden unterwegs. Ey, das macht einen... So bei 32 Grad ist das schon deutlich anstrengender als sonst. Aber ganz gleich. Ich freue mich auf euch heute im Stream hoffentlich und natürlich auch auf Sicke Plays. In den nächsten Wochen wird vielleicht nochmal ein wenig Promo dafür hier kommen. So ein paar kleine Teaser und Trailer und so weiter für Sicke Plays. Also könnt ihr euch das ja nochmal überlegen, falls ihr jetzt nicht direkt sagt, wow, habe ich mich aber drauf gefreut. Falls doch, Link in der Beschreibung natürlich und Abo sofort auch bei uns in der Abo-Box. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir schon. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit, auch einfach nur unseren normalen Content hier auf Sick zu schauen. Ja? Wenn ihr sagt, oh, Let's Plays interessieren mich echt gar nicht. Oder vielleicht sagt ihr auch, mich interessieren nur Let's Plays. Dann könnt ihr natürlich auch nur Sicke Plays abonnieren. Das könnt ihr handeln, wie ihr wollt. Wir wollen euch einfach nur die Möglichkeit geben, das zu splitten, wenn ihr das möchtet. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis dann auf Sicke Plays, hoffentlich. Ciao.